Guten Morgen, oder soll ich sagen, einen wunderschönen guten Morgen. Die Bundesregierung und die Landeschefs haben ja wieder Beschlüsse gefasst. Sie betreffen alle Menschen, sie betreffen auch die Kirchen. Wir werden wohl schon allein aus Solidarität bei den Ostergottesdiensten wieder auf den Modus des letzten Jahres verfallen und in kleinsten Gruppen Gottesdienste virtuell vorbereiten. Mir hilft die Losung für den heutigen Tag, dass wir aus 1. Timotheus 3, Vers 1, glaube ich, war es, dass wir nicht den Geist der Entmutigung haben, sondern dass wir aus Kraft und Besonnenheit und Liebe handeln. Ja, ich habe etwas Interessantes gelesen, was ich gerne auch in unserer Gemeinde leben würde, was allerdings gerade jetzt schwierig ist, nämlich, dass wir uns gegenseitig mal erzählen, was uns der Glaube bedeutet. Ich durfte Amelie Brandt, eine Konfirmandin, am Sonntag in die Kirche aufnehmen und sie hat auch zwei Sätze dazu gesagt, soweit das in ihrem jugendlichen Alter möglich war, also das zu reflektieren und es auf den Punkt zu bringen. Wenn du mir von deinem Glauben erzählst, wie du ihn erlebst, wie du ihn gefunden hast, dann inspiriert mich das, dann gibt mir das Kraft. Es hilft mir, meine eigene Situation, meinen eigenen Glauben zu reflektieren. Und wenn wir das tun und uns dessen bewusst sind, ist das etwas, was uns gegenseitig sehr im Glauben stärkt. Wie konnte ich Jesus kennenlernen? Wer hat mich dazu gebracht? Was habe ich da erlebt? Es muss nicht unbedingt das große Bekehrungserlebnis sein, es können auch ganz andere Dinge sein. Vielleicht magst du dich das heute einmal fragen, wenn du eine ruhige Phase hast, heute dann denk doch mal darüber nach. Also ich möchte das selber gerne nochmal tun heute. Und wie hast du gemerkt, dass du Jesus brauchst? Was waren das für Erfahrungen, die dich dazu gebracht haben, zu sagen, Mensch, es ist ja gut und schön, was ich alles an Fähigkeiten habe, an Lebenserfahrung, an kultureller Zurüstung, aber von Jesus und seiner Erlösung mich verändern zu lassen, ist doch nochmal eine andere Sache. Ja. Und was bedeutet das für deine jetzige Lebenseinstellung? Nehmen wir zum Beispiel Menschen, die reanimiert wurden, die also tot waren und wieder lebendig wurden. Die haben ja keine Angst vor dem Tod erstens und zweitens ändern sie tatsächlich deutlich ihr Leben. Auch sie haben einen prägnanten Einschnitt in ihrer Lebenserfahrung und daraus entwickelt sich etwas ganz Neues. Sie gehen neuen Interessen nach, sie sind gelassener, sie interessieren sich für ganz andere Dinge, sind mitmenschlicher, wenn man so möchte, sind weniger auf Konsum aus, sondern leben eher ein inneres Leben mit reicher Kommunikation nach außen. Ich finde, an vielen Punkten passt das zu dem, was Christen erleben. Damit folgen wir auch Psalm 119. Zeige mir den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Ich bin ja Vater von zwei Kindern und inzwischen auch einem Enkelkind. Und ich habe überlegt, es wäre so schön, wenn meine Kinder nicht die gleichen Erfahrungen machen wie ich. Und ich wiederum nicht die gleichen Fehler mache wie meine Eltern möglicherweise. Oft wissen wir davon gar nicht. Eigentlich müssten wir uns mehr darüber erzählen. Ich habe meiner Tochter mal einen Brief geschrieben und ihr von Fehlern geschrieben, die ich gemacht habe in meinem Leben, in der Hoffnung, dass sie sie nicht macht. Ich fand das gut. Ich muss sagen, es war gut und ich möchte bei Gelegenheit diesen Dialog gerne auch fortsetzen und habe keine Angst davor, dass das Bild meiner Kinder sich mir gegenüber verschlechtert. Sie sagen, ja, der Papa hat ja das und das alles falsch gemacht und es würde ja auf die Idee gehen, ich kenne mich ja nie oder so. Nein, das ist es nicht. Was hat mich Gott gelehrt durch mein Versagen, wo ich Fehler gemacht habe? Was hat er mich gelehrt, wenn ich wenig Geld hatte? Was hat Gott mich durch Schmerz und Verzweiflung gelehrt? Überlege mal. Was für eine Frage.
Was hat Gott mich gelehrt, indem er mich warten ließ? Vielleicht durch eine Krankheit gelehrt. Was hat er mich gelehrt durch Enttäuschungen in meinem Leben? Aus solchen Erfahrungen zu lernen, zu reifen und dadurch auch nochmal einen intensiveren Blick auf Jesus zu bekommen und auch einen intensiveren Blick zu bekommen auf das, was ich wirklich im Leben brauche, das ist etwas sehr Wertvolles. Abschließend möchte ich mit einem Wort aus Matthäus 12, Vers 34, denn wo das Herz voll ist, da redet der Mund. Deshalb fände ich es schön, wenn wir ein Forum finden, wo wir in der Gemeinde davon erzählen können, welche Erfahrungen wir gemacht haben mit Gott und wie Gott uns an diesem Punkt geleitet hat. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag.